grüß euch, da ist die Jemi. Heute machen wir Dorillos mit Eierlikör und Zitrone. So, der Bino ist auch wieder dabei. Grüß dich, Bino. Als erstes haben wir jetzt da einen Zitronenkuchen. Natürlich haben wir es uns heute auch wieder einfach gemacht, wie das letzte Mal. Einen gekauften Zitronenkuchen. So, Bino, du weißt, was zum da ist. Kennst dich eh schon aus. So, der wird jetzt wieder zerbröselt in ganz kleine Stickerl. So, jetzt haben wir da unsere fertigen Kuchenbrösel. Und jetzt werden wir da so ein halber Zwackerl Frischkäse rein. Könnt ihr auch wieder hernehmen, was ihr wollt. Das ist ganz egal. Damit es richtig gut schmeckt, der man nur einen Schuss Eierlikör rein. Natürlich, wenn es für Kinder ist, lässt man Eierlikör wieder weg. Oh, das ist aber ein großer Schuss, Happy, nur was du da machst. Da schmecken sie besonders gut. So, jetzt vermanscht man das Ganze wieder, bis ein richtig schöner Teig ist. So, jetzt haben wir da unseren fertigen Teig und der Bino wird jetzt gleich wieder mal eine kleine Kugel formen, so walnussgroße. Und wir drehen die halt auch wieder in Kokosflocken, weil das einfach zur Zitrone richtig gut passt. Ja, die schauen aber schon wirklich gescheit gut aus. So, und da haben sie jetzt auch schon fertig unsere Eierlikör-Zitronen-Dorillos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.